Guten Tag, liebe Freunde des Panzersports, hier bei relativ mäßigem Wetter. Heute in der zweiten Spielwoche der laufenden Liga ein Matchup von zwei Teams, die mir relativ ungeläufig waren. Einmal Wajek gegen FMA. Und sorry, wenn ich das nicht korrekt ausgesprochen habe, aber wir befinden uns bereits auf Wadi. Es ist recht sandig hier, zieht eure Puschen an. So, aufgrund von erneuten Kommunikationsschwierigkeiten hat sich das alles ein bisschen verzögert und wir starten direkt ins erste Gefecht auf Wadi. Pierre, mein Schatz, möchtest du beginnen mit der Aufstellung von Wajek? Nein, ich fange mit der Aufstellung von FMA an, weil ich gerade mit der Kamera hier drüber bin. FMA startet mit einem Rheinmetall-Borsig-Waffenträger, ein HWK-12, ein WZ-132, einer IS-3, zwei T-32 und einem Patriot. Genau, und Wajek führt ins Feld eine unglaubliche M40 M43. Zweimal den WZ-132, einer IS-3 und drei T-32. So, und da geht's auch schon los. Die Scouts sind auf dem Weg. Chili Pl ist auch schon offen. Genauso wie andere von FMA. Meine Güte. Das ist aber auch ein Stress heute. Meine Güte. So. Pass auf, du bleibst auf Rot, du bleibst auf Blau, ich bleib auf Rot. Meine Güte, was ist denn heute los? Ja, nicht aufregen, alles wird gut, der Notarzt kommt gleich. Meine Güte, so, bleibe, wie gesagt, auf Rot. Also, jawohl. Wie ich jetzt gerade sehe, FMA ist jetzt mit den Heavys geschlossen unten in der Gasse unterhalb der Base. So wie es aussieht, will da eine T32 hoch Richtung Base, aber der WZ-132 verhindert dies dadurch, dass er halt offen ist. Dadurch, dass er die T32 aufdeckt. So. Genau. Und das Team von Wajek verschanzt sich hier gerade auf K9 bei der AT. Jetzt wird leichtes Vorrücken ersichtlich. So haben sie sich erst einmal in einem Pulk gesammelt, um dort dann geschlossen fortzufahren. FMA ihrerseits dort im Graben. Da landet man einfach mal schnell, wenn man unbedacht fährt. Aber wir verbuchen das einfach mal als Strategie an dieser Stelle. Ja. Sind jetzt auch schon sehr, sehr nah bei der Base. Und Ja, die drei. Da kam die erste dicke Schelle schon für den T32 von. Bleib doch mal stehen. So. Irgendwas mit 38. Noir 38. Cordon Bleu 38. So. Jawohl, also wie wir gesehen haben, haben beide Teams schon Treffer einkassieren müssen. Einmal von Wajek der T32 hat einen Treffer kassiert und von FMA der T32 hat nur noch ungefähr die Hälfte des Lebens. Es ist natürlich schlecht. Die T32 hätten natürlich direkt in die Base gehen können, weil wirklich nur oben der Scout war. Ich meine, gut, das konnten sie nicht sehen, aber ich finde, die Heavys haben jetzt definitiv eine schlechte Position dort in der Gasse. Denn. Na, deswegen muss ich ja auch so zurückziehen müssen und entsprechend positionieren müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, die AT hat bestimmt schon gewirkt, denke ich mal. Nein, denke ich nicht. Na, zeitlich gesehen doch, klar. Jetzt hat sie einmal geschossen und verfehlt. Wajek natürlich jetzt hinten immer noch relativ beisammen. Ja, ich frage mich, ob jetzt gleich irgendwann ein Push von Wajek kommen wird oder ob sie weiter dort verharren wollen. Ich glaube eher, das ist ein Zermürbungsgefecht.
So, der Rheinmetall von FMA fährt jetzt Richtung Hügel. Ich denke, dass der jetzt mit dem Scout zusammen versuchen wird, von der Seite anzugreifen. Allerdings machen die beiden Scouts den HWK schon auf. Ja, und den Rheinmetall werden sie auch gleich aufmachen und eventuell versuchen wollen, seine Kanone rauszunehmen, denn, wie wir, denke ich mal, alle wissen sollten, die ist recht eklig, wenn sie gegen einen gerichtet ist. So, der Rheinmetall ist jetzt auch offen, ist gerade am Nachladen. Ja, auch an dieser Stelle immer wieder eine schwierige Entscheidung zwischen dem. Ja, da hat der Rheinmetall schon eine dicke Backpfeife Ja. gekriegt. Er hält halt nicht viel aus als TD. Und wenn man sich den ganzen Fahrzeugaufbau mal anguckt, ist es eigentlich ein Wunder, dass er in diesem Wüstenterrain überhaupt fahren kann. Aber das hat ja mit der Spielmechanik überhaupt nichts zu tun. Halten wir fest, dass er wenig aushält und sehr, sehr dick raushaut. Typische Glaskanone eben. Und auch immer eine schwierige Entscheidung, der normale Umborsing oder den Iron Rain. Also entweder konstantes Feuer über die Zeit oder schnelles Feuer in kurzer Zeit mit sehr langem Reload. Immer schwierig. Wie man jetzt sieht, Vacek tastet sich jetzt so langsam mit einer IS-3 Richtung Base. Ja. Ja, aber es sieht so aus, FMA als. ihrerseits geschlossen durch den Graben. Ja. Naja, gut, also da kann die IS-3 jetzt nichts gegen so viele Panzer machen. Das ist definitiv nicht möglich. Also kann ärgern, ärgern definitiv und Lebenspunkte rausziehen. Denn momentan liegt der Lebenspunktevorteil definitiv bei Vacek, so wie ich das überblicken kann. Ja, und da wird auch sich auch schon direkt in der Base geprügelt zwischen dem HWK und dem IS-3. Jawohl. Momentan der HWK klar im Vorteil. Da muss Vacek auf jeden Fall nachziehen und den Scout raushauen. Jawohl, das ist richtig. Na gut, aber Vacek ist jetzt schon mit zwei Abschüssen auch wieder klar im Vorteil, ist nach wie vor sehr, sehr stark im Lebenspunktevorteil. Und ich denke mal, wenn das so weitergeht, wie es gerade läuft, wird Vacek dieses Ründchen auch in die Tasche stecken können mit einem freundlichen Grinsen. Und da sind wir auch schon beim 3 zu 1. 20% Restleben bei FMA. Ja, ich denke mal, ja, wer mich kennt, wird wissen, was jetzt kommt. Der Käse ist, denke ich mal, geschnitten. Ja, wie wir sehen, die beiden T32 von Vacek sind noch full live, haben noch nichts einstecken müssen. Ja, die Arti ist jetzt auch gleich nachgeladen und kann erstmal wirken. Wir fliegen nochmal eben schnell rüber zu den Rheinmetall und der vorhandenen IS-3 noch. Ja, die sich wacker halten, aber wie gesagt, an der Stelle jetzt nochmal ordentlich Damage rauszukloppen, es ist möglich, aber extrem, extrem schwierig. Zumal man immer Gefahr läuft, wenn man stehen bleibt, um sich vernünftig einzuzielen, dass die AT einen erwischt. Und das ist, denke ich mal, momentan für alle FMA-Fahrer ein klarer One-Shot. Also, sie sind One-Shots, besser gesagt. So, wir sind jetzt bei unter 2 Minuten Restspielzeit. Da kommt auch schon die nächste dicke Kelle auf den IS-3 von FMA. Meine Güte, war ein langer Tag. Wenn ich mit Fahrzeugbezeichnungen oder mit kleinen Ticks nicht hundertprozentig akkurat bin, bitte seht es mir nach. Ich bin auch nur ein kleines Häuflein Mensch. Ja, du bist ein Harald. Dafür kannst du ja auch nichts. Ja, es sieht ja schlecht für FMA aus, würde ich jetzt sagen. Naja, wie ich bereits anfügte, der Käse scheint geschnitten zu sein.
Ich meine, es gibt immer noch Raum für Überraschungen. Ja, und wenn ich mir mal die T32er anschaue von Wajek, muss ich doch schon sagen, 3 Gun Marks. Ich bin begeistert. Ich bin bei meinem T32 gerade mal auf einer Gun Mark und frage mich nicht, wie ich das geschafft habe. Naja, immerhin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Ja. auf jeden Fall Leute, die wissen, wie mit ihren Fahrzeugen umzugehen ist. Und ja, da ist auch schon der Sieg für das rote Team Wajek. Gehen wir auch ganz kurz die Statistik durch. Ja, Chili Pl mit seinem WZ-132 bei immerhin satten 2 Kills und bei etwas mehr als 1000 Schaden. Nicht verkehrt, ne? Zombie VIP, ne? Der das Gefecht leider nicht mehr überlebt hat, genauso wie der WZ. Der eine WZ von Wacken hätte ich jetzt beinahe gesagt. Meine Güte, ich bin so in Festivalstimmung. Das Jahr fängt schon mal geil an. Also, Zombie VIP in seinem IS-3 leider nicht geschafft mit knappen 800 Schaden. Max Bumkun in seinem ebenfalls WZ-132 bei einem Kill mit 940 Schaden. Oh meine Güte, ich gehe mal näher ran an den Bildschirm, das ist ja fürchterlich hier. Zator Zack 113 in seinem T32. Ohne Kill dafür mit 324 Schaden. Lasjovi mit seinem ebenfalls T32 bei einem Kill mit 540 Schaden. 14, Verzeihung, 14 Schaden. Matthäus X 196, nee. 1996. Meine Güte, was ist denn das für ein Dach hier? In seinem T32 mit 3 Kills bei 1605 Schaden und weit, weit abgeschlagen im Damage-Bereich die Arti von Sulzig, genau. Bei 4110 Schaden. Mach du mal FMA, ich bin völlig fertig. Ja, ich bin soweit erstmal alles optisch durchgegangen. Könntest du einmal ganz kurz in den Spielchat gehen und sagen, dass sie mit dem nächsten Start noch etwas warten müssten? Das werde ich tun in 3, 2, 1. Okay, von den Herrschaften ist leider kein Lebenszeichen zu empfangen. Das ist Ja. ungut. Also, wollen wir aber die unübersichtliche Zeit nochmal nutzen, um unsere Zuschauer gebührend zu begrüßen. Ja, das kannst du gerne tun, bin ich absolut mit einverstanden. So, ihr wackeren Recken, ich möchte euch noch einmal daran erinnern, dass hier Helmpflicht ist. Es ist Helmpflicht. Also, setzt eure Helme auf. Genießt das Match. Sorry bitte nochmal dafür, dass das mal wieder so hektisch begonnen hat. Aber aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten sind wir etwas in Verzug geraten. Aber das soll uns nicht stören an dieser Stelle. Das erste Gefecht auf Warte ist gelaufen zugunsten von Wajek. Wir freuen uns jetzt auf das zweite Matchup. Jawohl. Ja, wir sind mal gespannt, ob wieder mit Artig wird.
ohne Arti, vielleicht sogar zwei Artis. Wir wissen es nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Flitzebögen meine Hose ist. Jetzt ausgezogen. Und ich bin bereit. Ich bin einfach so bereit. Und ich vermisse Sven ganz schrecklich. Ah, es geht auch schon los. Diesmal mit... Ja, mit einer Badger 12 Tonnen, mit einem HWK 12. Also FMA packt die Scout-Kelle aus. Und Vacek ist wieder mit... Zulzig. Zulzig fährt wieder seine Arti. Da fühlt er sich wohl drin, da hat er zwei Gunmax drauf. Läuft. Köstliche Hopfen-Kaltschale an diesem regnerischen Tag. Der Himmel weint, denn wir sind nur zu zweit. So, möchtest du mit FMA beginnen, die diesmal das rote Team sind? Ja, also FMA startet mit einem HWK 12, einer Badget 12 Tonnen, ein WZ 132, zwei IS-3 und zwei T-32. Genau, und Vajic ist mit demselben Setup wieder angetreten. Der Ami-Arti, zwei Chinesen-Mopeds, einer IS-3 und dreimal dem T-32. Jawohl. Wir haben jetzt gerade leider ein kleines technisches Problem. Lieber Harald, ich muss mich mal eben ganz kurz für die Kommentation. Ha, Mensch, ich krieg's heute nicht hin. Kurz abmelden. Ich bitte dich einmal ganz kurz allein dies zu tun. Jawohl, also, die Scouts haben einander schon aufgemacht und behaken sich gerade ganz fürchterlich und schrecklich. Maximum Kuhn und Dalopate sind sich bereits am Behaken und Maximum Kuhn hat schon das Zeitliche gesegnet. Das rote Team hier, FMA, mit sehr, sehr aggressiven Vorgehen, fahren im Pulk, wollen direkt in Vajek. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wieder kann man auf Füße treten. Vajic auf jeden Fall. Wollen sie ihn nachstellen und hart zusetzen mit einem harten Push. Und Vajic reagiert noch nicht allzu sehr darauf, wie mir scheint. Denn sie stellen gleich zwei T32 ab, um ihre Arti zu decken. Und ja, haben bereits einen Verlust. Zwar nur in Anführungszeichen ein Scout, aber eben ein Verlust, eine Kanone weniger und vor allem ein paar Augen weniger. So, und da ist der Push von FMA an dieser Stelle. Fokusfeuer funktioniert ganz tadellos. Sie fahren um den IS-3 von Zombie VIP rum und ballern ihn aus der Existenz hinaus und da ist er auch schon weg. So, Zato, Zaza. Zatorzak 13 ist auch mittlerweile auf Half-Life, zieht sich jetzt zurück in den Graben, versucht das Schlimmste noch abwehren zu können und wird hier sehr, 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 sehr hart behakt. Also FMA auf dem Vormarsch, der ja, eventuell gleich zum Erliegen kommt, denn die Jungs von Vajek haben sich schon ganz fantastisch verschanzt. Die T32er. Na gut, da kriegt Lasi. Nennen wir ihn Lasi in seinem T32. Auch schon eine dicke Backpfeife rein. Stehen an der Düne halt in einer starken Position. Aber wenn diese überrannt wird, dann nützt ihnen das leider nichts. So, wir sind momentan bei einem Gleichstand von 3:3. Der Lebenspunktevorteil liegt momentan bei Vajek. Da haben die FMA-Jungs vielleicht ein bisschen zu voreilig den aggressiven Push gewählt, aber noch ist alles offen. Jetzt sind wir beim 3:4, jetzt wird's kritisch. Die Badger 12 Tonnen von Dalopato, nicht Dalopate, sondern Dalopato, hier sehr aggressiv, entlädt ihr Magazin auf den T32 und da kippt er auch schon um und da kriegt er eine mit und ja, da wird er gleich raus sein.
Und ja, da ist er auch schon draußen. FMA mit zwei Restkanonen. Und ja, Vajek sehr cool geblieben in dieser Situation, sehr gut reagiert. Und da ist FMA auch schon auf einen Panzer reduziert auf den T-32, der aber sowas von One-Shot ist. Sich jetzt hinter seinen toten Kollegen versteckt, was wenig nützt, denn da kommt schon Matthäus und gibt ihm eine mit. Also sind wir beim 2:0 für Vajek. Glückwunsch an dieser Stelle. Jawohl. Sehr, sehr gut gespielt, ganz fantastisch reagiert. Ich denke mal, die Statistik sparen wir uns an der Stelle. Die Leute, die das tatsächlich super interessiert, die können sich ja ein Foto machen und sich ins Album kleben. So, ich gehe mal raus. Ja, vielen Dank, Harald, dass du jetzt gerade dies allein durchgeführt hast. Es gab da Ja, ist kein jetzt Problem. gerade eine Sache zu klären, da komme ich aber gleich drauf zurück. Ja, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich finde, ich habe das sehr gut gemacht. Ich werde mir nachher noch ein paar Blümchen pflücken, um sie mir selbst zu schenken. Ja, die werde ich So. dann um mich herum positionieren, wenn ich in den Vitaltempel gehe. So, Vardy ist damit abgeschlossen. 2:0 für Vajek. Dominieren momentan das Geschehen. FMA hat versucht, den Ausgleich zu schaffen mit einem sehr, sehr aggressiven Vorgehen. Hat nicht geklappt an der Stelle, aber hätte klappen können. So, und da sind wir auch schon auf El Aluf Krieg. Jawohl, vielen Dank, Harald. Ja, da geht's jetzt auch schon weiter in der dritten Runde. Ella Luftkrieg. Ja, wollen wir mal schauen. Gucken wir mal, ob keiner guckt. Also, ich bin auch wieder da. Ja, heute verselbstständigt sich mein Telefon anscheinend andauernd. Urplötzlich, so pff, ab 17 Uhr bin ich urplötzlich beliebt für die gesamte Welt. Alle rufen mich an, alle wollen sowas von mir. Ja, aber immer nur freitags um 17 Uhr, ab 17 Uhr. Und immer dann, wenn ich aufnehmen will. Das ist ein Skandal, das ist ein Komplott. So, möchtest du mit Vajek anfangen? Nein, FMA. Ich bin gerade auf der Seite von FMA, deswegen ist das einfacher. FMA startet mit einem HWK-12, ein WZ-132, einer IS-3, zwei Defender, ein T-32 und ein Patriot. So, Vajek bleibt bei der Arti mit der M40-43, einer UDES, zweimal dem chinesischen Moped und dreimal dem T-32. So. Jawohl, vielen Dank. Ja, Vielen Gute. ich schaue einmal rüber, was FMA macht, die ja jetzt Die derzeit Bomben einfach. zurückliegen. Jesus Maria, da hat der aber irgendwas ganz schön in die Grammatik gefunden. Ja, das bist du. So. The Real Punch ist offen. Sucht nun Schutz hinter dem Dreckhaufen hier, dem Hügel. Und Maximum Kuhn ist auch offen. Sucht ebenfalls seinerseits Schutz hinter einem Haufen Schutt und Geröll. So, wie man Schuppern bricht sieht, 68. FMA ist in die Schlachtergasse rein, Ja, sehr aggressiv wieder. wird gleich auf den WZ-132 treffen. Wir gehen einmal rüber Richtung. Halt! Falsche Richtung. Vacek, die versammeln sich alle hier hinten. Oh. Und wollen ihre Arti schilden. Spielen also sehr defensiv, fast schon britisch. Und der UDES platziert sich hier gerade auf J5. Auch nicht. Er fährt dort den Dreckhaufen hoch. Versucht es zumindest. Und er gibt auch schon sein Getriebe nach. Ah, meine Güte, der muss in die Werkstatt danach. Ja. Also gehe ich mal von aus. Also ich sehe dort einen blauen Klumpen sich auf der Einserlinie nähern. Bedrohlich.
sehr, sehr, sehr bedrohlich. Überaus bedrohlich. Ich habe schon richtig Schweißausbrüche, wie bedrohlich das ist. Jedenfalls versammeln sie sich dort, sind noch unschlüssig anscheinend. Und da ist auch schon der Capture-Versuch. Oder besser gesagt, ein kleines Kitzeln in der Seite, so als kleiner Druckpunkt seitens Bajek. Ein Scout in der Base. Und ja, auf den werden gleich die beiden Scouts von FMA treffen. Ich vermute einfach mal, dass sie dies nur aus diesem Grund machen, damit sie halt einen Fehler machen, damit sie vorpushen. Ja, eben. So, aber die beiden Scouts von FMA da. Man muss halt noch dazu sagen, dass oben auf dem Hügel der Udes noch steht. Ja, der aber nicht mal in die Nähe guckt von den Herrschaften. Also von Ah, daher. das kann ich jetzt von hier nicht beurteilen. Ja, ich bin auf dem Udes. Ich kann das beurteilen. Ich habe sogar eine Plakette, dass ich das beurteilen kann, ganz offiziell. So. Okay, sehr schön. So, der blaue Klumpen nähert sich weiterhin auf der Einserlinie. Ist jetzt aufgemacht worden von Maxim Kuhn. Nicht Maximum Kuhn. Nochmal sorry an der Stelle. Ich verlese mich halt manchmal. Der Fernseher ist gefühlte 3 Meter weg. Ich bin alt. Ja, sehr alt bist du. Ja. Ja, Ja. komm du erstmal in mein biblisches Alter, ne? Dann reden wir mal weiter, Jungspund. Also, mittlerweile guckt der Udes zu den Scouts hin und wird natürlich darauf spekulieren, dass sie einen Fahrfehler machen oder auch zwei und dann eben Schaden auszuteilen. Momentan noch ganz knapp FMA im Lebenspunktevorteil, dadurch, dass sie den Scout behaken, oder die Scouts besser gesagt, an beiden Fronten. Aber gleich werden sie wieder auf die verschanzten Panzer treffen. Und ja, dann gibt's was auf der Backen, denke ich mal. Aber nur mal so nebenbei, was ich mal erwähnen wollte, dir ist schon bewusst, dass wir beide das gleiche Baujahr haben, ne? Ja, und dir ist schon bewusst, dass hier Helmpflicht ist und du hast dir noch nichts rausgeholt. Mir würde schon ein Fahrradhelm reichen, aber du gönnst mir überhaupt nichts. Ja. Also, wenn du sowas schon sagst, dann musst du auch schon so sprechen wie der von Elsterglanz. Also ansonsten erfüllt das einfach keinen Junge, Zweck. hier ist Helmpflicht! Dankeschön. Ja, pass mal auf, mein Freundchen. So. Jetzt ist Vajik bei 85% seiner. Jetzt hätte ich bei einer Manneskraft gesagt. Ist das verwerflich? Darf ich sowas sagen? Ich sage es Nein. einfach. Bei 85% Manneskraft. Wir haben die 5-Minuten-Marke bereits überschritten. Es ist noch keine Kanone rausgenommen worden. Es bleibt nach wie vor spannend. Hätte ich meine Hose nicht schon ausgezogen, würde ich sie jetzt vor mir schleudern. Ja. Sehr schön, sehr schön. Eigentlich noch an. Diese Stelle musste leider zensiert werden. Feichling, Feichling. Also, ich gehe hier gerade mal auf FMA, auf den blauen Klumpen und es sieht nach Feuerlinie aus, wobei ich mich frage, spekulieren Sie jetzt darauf, dass Wajek seinerseits einen Push ansetzt? Weil, ja, sie stehen da alle arti-safe. Sie tun de facto noch nichts, obwohl da fährt einer, aber der ist wahrscheinlich nur gegen den Gashebel gekommen, unglücklich. Also der nur mal, keiner guckt. Ich sehe gerade, die haben alle drei Gunmags auf ihren Panzern. Ja, nicht alle, aber ich sehe hier verdammt viele Gunmags. Also es sind auf jeden Fall Leute, die wissen, wie sie mit ihren Fahrzeugen umgehen müssen. Gut, jetzt wird es garantiert mindestens einen Zuschauer geben, der sich denkt: Ich erspiele meine Gunmax innerhalb von 2 Tagen auf dem Panzer, weil ich ja so elitär bin und diese Kommentatoren, die wissen ja überhaupt nicht, von was sie reden. Ich bin ja so mondän, ich putze gleich mein Monokel. An der Stelle kann ich nur sagen: Klappe! Mach dir ein Sandwich, halt's Maul.
So. Ja, gut, okay. So, es tut sich was. Juhu. Die Scouts treffen aufeinander. Der Scout von FMA wurde rausgefokust. Ah, doch nicht, das war der von Vacek, Entschuldigung. Da habe ich mich verschaut. So, jetzt ist der Scout von FMA aber raus. Ja, aber Chili Pill ist momentan, ja, er ist jetzt draußen. So, die Zeit sagt noch 2 Minuten und 15. FMA setzt jetzt scheinbar zum Push an. Ah, ich muss sagen, die T32 stehen da oben natürlich sehr gut. Ja, haben sich richtig dicke eingegraben, verschanzt. Wo ist eigentlich der Udis? Ach, der fährt da hinten fröhlich hin und her, bringt sich in Position. Also so ein Udis ist natürlich auch eine feine Sache. Ja, vom Tarnwert her schon. Ja, auch so, also ich habe das ein oder andere Spiel gesehen, wo ich mir gedacht habe, den musst du dir holen, den Panzer. So, jetzt FMA hier aggressiv auf die Stellung von Vajek. Momentan im Kanonenvorteil. Ah, jetzt wird auch der Udis behakt von einem HWK-12. Ja, ich denke mal, der Udis macht es jetzt nicht mehr lange, denn ja. Ja, Ja, obwohl, der Udes One-Shot. er fährt sehr, 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 sehr gut. Na gut, der HWK-12 im Endeffekt auch, aber diesmal hat der HWK das Rennen gemacht, denn wenn der Udis einmal einrastet in den HWK, dann ist der HWK weg. Aber an dieser Stelle der Käse diesmal geschnitten für FMA. Würde ich noch sagen, die Arti steht jetzt noch allein auf weiter Flur und denkt sich, Mensch, was tue ich nur? Und zwar platzen ist die einzige Option an dieser Stelle. Und der Sieg geht an FMA. Gratulation an dieser Stelle. Jawohl, auch von mir Gratulation. So, wir schauen einmal ganz kurz die Statistik von FMA Aber nur durch. ganz kurz. Ich gucke sie mir nicht an. Wem das super wichtig ist, der kann es sich, wie gesagt, ins Album kleben und ein paar Herzchen zumalen. So. Weg damit. Ja, in dieser Saison ist es sogar für alle, die es nicht wissen, erforderlich, dass die Statistiken durchgegangen werden, aufgrund dessen, dass es Preise geben wird. Oh, Verzeihung. Na, was denn für Preise? Dazu kann ich jetzt nur sagen, schaut doch einfach mal auf die GCL Homepage. So, ich bin gespannt, was wir jetzt auf der zweiten LH Luft Map sehen. Es steht jetzt bereit. Steht jetzt 2:1. Jawohl, vielen Dank Wack, für. ich hätte beinahe wieder Wacken gesagt. Scheiße. Vajek 2 und FMA 1. Jawohl. So, ja, ich denke, Setup-technisch technisch wird sich nicht viel verändern heute. Technisch, Mehr. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich leide an Schlafmangel oder so. warst gerade abgehackt. Das ist gut. Dann hat jetzt keiner gehört, was ich gesagt habe. Pierre? Ja. Du bist lustig. Nö, aber die Tröte ist lustig. Ja, gut, da gebe ich dir natürlich recht. Ja, aber die ist auch schon kräftig ausgeleiert, diese billigen Produktionen immer. Ich muss mir mal eine neue zulegen. Wir haben ja noch da, wo ich arbeite. Bin übrigens Kindergärtner für die, die es noch nicht wussten. Haha, ja, der ist Kindergärtner, der komische Onkel, der mir so komisch spricht. Zum Ja. Beispiel von der Helmpflicht. Helmpflicht! Richtig.
Ja, Also also ich ich bin jetzt muss mal dazu wirklich sagen, gespannt. manchmal möchte ich mir echt gerne vorstellen, wie es wohl ist, wenn du als Helmut Kohl mit deinen Kindern im Kindergarten sprichst. Das ist sehr lehrreich, die wählen alle nur noch CDU. Nee, egal. Ja, okay. An dieser Stelle disclaimen wir einfach mal, dass das alles satirischen Anspruch hat und wir nicht Werbung machen wollen für irgendwas. Nein. Mir hat schon wieder irgendwo geschrieben. Es ist schrecklich. So, wo waren wir jetzt? Ah ja, ich wollte sagen, also von Wajek, ne, haben wir bis jetzt eigentlich durchgehend äußerst defensives Verhalten gesehen. Äußerst defensives Verhalten. Dagegen schon zwei Matches, wo FMA, ne, von der Testosteronspinne gestochen, direkt reingeballert ist. So, nun starten wir auch in die zweite Runde von El Halluf. Ja. Nicht wundern, Vacek spielt gerade in Unterzahl, weil ein Mitglied leider kein Panzer gewählt hat, als aufgedeckt wurde. Das Regelwerk sieht dies so vor. Aus diesem Grund wird so gemacht. Genau. So, Vacek startet mit einer Batsche 12 Tonnen, ein WZ 132, einer IS-3 und 3 T-32. Verzeihung, ich habe gerade Nüsse gegessen. FMA startet mit einem HWK 12, einem chinesischen Moped, einer IS-3, zweimal dem Defender, einmal dem T-32 und dem Patriot. Jawohl, vielen Dank, lieber Harald. Vielen bitte, lieber Pierre. So, ich schaue mir gleich mal an, was FMA hier macht. FMA fährt wieder einheitlich Richtung Schlachtergasse. Und was macht Vacek? Na, die ziehen sich wieder nach hinten, lassen die Schlachtergasse links liegen. Ja, die versuchen es, glaube ich, noch mal so wie gerade, wie bei der ersten Begegnung. Gehen wir einmal runter und schauen, was die Scouts machen. Ja, Wajek wird sich wieder eingraben. So meine Vermutung. Ja. So, FMA hier schon. In dem Gebirge, am Gebirge. Na, sie denken, Vacek steht da und trauen sich nicht rumzufahren. Ja, nun, das war auch schon die letzten paar Male eine Fehleinschätzung. Muss ja wirklich sagen, ein durchgehend passives Spiel von Vacek, viel Stellungskrieg, viel Verbunkern und bis jetzt hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Nur in der letzten offiziellen Runde haben sie dafür natürlich die Quittung gekriegt und jetzt fährt ein blauer Pulk zur Base hin. Und Bus Nummer 3. Oh, alle sind zur Aufregung. Ja, und jetzt drückt FMA natürlich gemeinsam alle runter. Wo sind sie? Da sind sie. Ja, wären sie nicht aufgegangen, hätte das. Ja, wäre es noch länger unauffällig gewesen. Ja, es war ja ab dann schon nicht mehr unauffällig, als zwei Leute in der Base standen. Und von Vajek ist bereits der erste raus. Das erste chinesische Moped. Jetzt ist da die Batchet noch am Kämpfen. Tja,
Tja. Oh, der erste WZ von FMA Vierband raus. ist rausgenommen worden, genau. Oh, die IS-3 hier von Vacek ist jetzt auch mittlerweile One-Shot. Wird auch, denke ich mal, jetzt. Oh, ja, der erste Schuss ist gebounced, der zweite ist dann dafür durchgegangen. Ja, jetzt haben sie natürlich leichtes Spiel. Jetzt können sie. Also, FMA hat jetzt erstmalig die Chance hier auszugleichen. Nein, zweimalig. Was rede ich denn da? Du redest wieder wirr. Ja, ja. Ja, nur noch die Badgett und der T32. Na, auch diesmal wird sich FMA durchsetzen auf Illaluf. So, der T32 raus. Dann schauen wir uns mal an, was die Scouts machen. Und jawohl, der Scout ist ebenfalls raus. Und somit steht es 2 zu 2. So, dann schauen wir uns ganz schnell die Statistik an. Oh, das reicht. Ja, als nächste Map kommt Klippe Winter. Ich sehe gerade, ich muss hier dringend aufräumen. Am Montag kommt der Schornsteinfeger. Alles klar, vielen Dank für diese Info. Ja. Sehr großzügig von dir. So, dann werde ich mal eben schnell alle zudecken. So, und werde dann auch einmal schnell den, ja, natürlich Raum aufmachen. Und Harald, ich bitte dich einmal in den Spielchat zu gehen. Da kannst du mich gerne drum bitten. Danke. So, dann werden wir einmal die Map umstellen. Ich bin halt immer noch da, aber das merkt Bär ja gar nicht. Okay, bitte einmal in den Spielchat, bitte. Thank you. So, suchen wir mal Klippe Winter. So, nun starten wir auf Klippe Winter. Schauen wir einmal rein.
Ja, lieber Harald. Besen? Was magst Ja. du? Ja, dann darf er jetzt halt nicht mitfahren. Start einfach. Das ist mir jetzt wurscht. Ja, wir haben jetzt das zweite Mal das Problem, dass einer sein Panzer nicht ausgewählt hat. Das heißt, wir müssen ohne ihn starten. Ja, das Problem hatten wir jetzt zuvor schon mal in einer Runde, dass Bacek leider nur zu sechst antreten durfte. Aber ja, demnach, Bacek startet mit einem WZ-132, zwei IS-3, zwei Defender und ein T-32. FMA startet mit dreimal der IS-3, dreimal dem Defender und dem Scorch. Also die grobe, großen Kelle gröber wie gar nicht geht. Und sie fahren noch direkt über dem, was man hier so salopp den Donut nennt. Und werden wahrscheinlich richtig hart reinpushen. Jawohl, dies Ganze dann jetzt bitte noch mal in etwas fröhlich. Sie haben die Russenkelle ausgefahren, ganz grobe. Und da pushen sie auch schon hier. Ja. Und da ist auch schon der erste Halbplan. Oh, meine Güte, ey. Ich glaube, da ziehe ich doch gleich die Unterbuchse mit aus. Ja, ich schleudere sie einfach aus dem Fenster, wenn es ein Passant auf den Kopf fällt. Soll er sich freuen, ne? Hat er noch ein schönes Backfischaroma. So, wunderbar. Fokusfeuer funktioniert. Der dicke Push von FMA ist gekommen an der Stelle. Er steht bereits 1:1. Es ist ein Vergnügen. Da brennt auch schon niemand und da ist er auch schon raus. Abgebrannt. Oh ja, von Ja, Batschek brennt eigentlich. jetzt auch einer. Ja, also ich muss dazu sagen, derzeit sieht es gar nicht schlecht aus für Batschek. Also von den Ja. Kanonen her ist es echt gut. Also wenn sie das jetzt hinkriegen, das zu gewinnen, dann verdienen sie wirklich meinen Respekt. Also dann, ich meine, es ist noch nichts entschieden. Ja, 2 zu 4 jetzt. 3 zu 4. Ja, das ist jetzt mal echt spannend. Vacek in Unterzahl und konnte dennoch den Push so gut abwehren. Also Respekt, Respekt. Gut gespielt. So oder so, gut gespielt. So, wir schauen einmal hier bei Vacek nochmal hin. Der Defender ist mittlerweile zwar One-Shot, aber wie wir sehen, die IS-3 ebenfalls. Die wird jetzt Und dann rausgepusht. nimmt er die IS-3 raus, ich pack's. Na gut, mit Hilfe vom Scout, aber trotzdem. Einfach mal raus, Unglaublich. geklatscht. Jetzt ist auch der eine Defender da. Also wirklich sehr starkes Spiel von Vacek. In Unterzahl konnten sie Definitiv. den Push abwehren. Sauber gemacht. Wirklich sauber. Und da haben sie es geholt. Da Ja, haben sie also es geholt. definitiv. 3 zu In 2 für Unterzahl. Vacek. Ja. Sehr schön. Gegen eine Also fette Russenkelle. Also Hut ab, sehr geiles wirklich. Spiel. Ich bin wirklich begeistert. Also, irre. Wenn ich mir hier den T32 anschaue, mit 3127 Damage. Alter Schwede. Respekt. Also die spielen sich hier kein Koloris zurecht, die Herrschaften. Ja, Ja, das ist da wirklich hast du durchaus recht. eine knallharte Gegend. Ah, damit, mit dem Ausgang hätte ich jetzt so definitiv nicht gerechnet. Also Respekt, wir haben noch ein Spiel vor uns. Das heißt, es wird jetzt noch eine Runde gespielt. Vielleicht auch noch zwei, je nachdem,
Aber Respekt, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. In Unterzahl konnte Vacek wirklich dominieren, konnte den Push von FMA abwehren. Also, ich kann es nur nochmal sagen, Respekt. So, dann kommen wir jetzt auch schon in die letzte Runde. Die möglicherweise letzte Runde. Ja, die letzte Runde im offiziellen Bereich. Ja, ich bin gespannt. Also jetzt hoffentlich spielen sie wirklich 7 gegen 7. Aber ich kann es immer noch nicht glauben, dass das Vacek so super hinbekommen hat. Ja, fehlt mir gerade ein bisschen die Sprache. Da bleibt einem noch glatt die Spucke weg, ey, dass sie das noch abwehren konnten. Vor allem so eine Russenkelle. Und dann haben sie auch noch, dann sind sie auch noch mit Lights gefahren oder zumindest mit einem Light. Also sowieso schon in der Unterzahl, dann auch noch ein Heavy weniger zusätzlich. Also wirklich mal. Krass. Da kannst du ja nur noch so wie ich suchtmäßig Nüsse fressen. Ich nehme noch eine Handvoll. Das ist so lecker. Und Ja, ja. ja, ja. Und das mit dem Also. Cashewkern. Ungesalzen, ungeröstet. Fantastisch. Fantastisch. Ich mach mal Mikro aus. Jawohl. So, laut meiner Information ist Vacek auch schon fertig mit dem Panzerwählen. Jetzt warten wir noch auf das Okay von FMA. Dies dürfte jetzt gleich auch geschehen. Und dann starten wir auf jeden Fall erstmal in die zweite Klipperunde. Ich bin gespannt, was für einen Ausgang dieses Match haben wird. Es bleibt spannend. Es bleibt definitiv spannend. Ja, dann zieh doch endlich die Hose aus, meine Güte. Immer dieses Biedermännische. Runter mit der Buchse jetzt. So, ich habe gerade eben die Information bekommen, dass beide Teams fertig sind. Dann dick aus. Ich decke auf. So, ich hoffe, dass jetzt wirklich jeder ein Panzer gewählt hat. Das hoffe ich wirklich. Also wenn das jetzt noch mal passiert, dann gehe ich auf die Straße und schlage einen Passanten. Ach, was soll das Jawohl. Besser? Aber wieder von FMK die absolute Russenkeule. FMA. Was habe ich gesagt? FMK. Aber ist auch egal, spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Ich Ich bin habe nicht. wirklich gespannt, was jetzt da passieren wird in diesem Match. Ich Ob wir. distanziere mich auf jeden Fall davon, dass ich FMK gesagt haben soll. Ich habe FMK gesagt. Ja, liebe Zuschauer, ihr könnt eure eigene Meinung darüber bilden. Ihr habt es wahrscheinlich auch gehört. Aber FMA Nein. startet mit 3 IS-3, 3 Defender und 1 Scorch. Wajek nicht. Also Wajek startet mit dem chinesischen Moped, zweimal die IS-3, drei Defendern und einem T-32.
Ja, wie man sieht, FMA zieht einheitlich Richtung Schlachtergasse, drückt auch schon vor. Was macht Vacek? Ja, der Scout fährt wieder oben rum. Die stehen sich jetzt natürlich alle gegenüber, sind alle auf, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Ja, FMA hat schon drei Treffer jetzt mittlerweile kassieren müssen. Der Defender 2, die IS-3 eine. Wir gehen einmal ein bisschen näher ran. Ich meine, da hätte ich sogar gesehen, dass ein Moonlager geplatzt ist. Bin mir jetzt allerdings nicht sicher. Die IS-3 von Vacek jetzt One-Shot. Gutes Fokusfeuer. War ein gutes Teamplay, ne? One-Shot ist immer Ja. gut, überlässt den Stärkeren nochmal den Vortritt. Wie wir sehen, die IS-3 von FMA baut gerade den Capdruck auf. Ja. Und da kam auch schon der erste Schuss. Maxim Kunden, ja. Ja, es bleibt weiterhin echt spannend. FMA, ja, steht jetzt gerade derzeit noch besser da. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Da ist auch schon der zweite von Wajik raus. Ja, ich glaube gerade fast, dass es wirklich zu einem Geisterstadt-Match kommen wird. Aber obwohl, es ist noch nichts gesagt. FMA, zwei One-Shots. Zwei One-Shots im Team. Jetzt haben wir mittlerweile, ja, immer noch zwei One-Shots. Einer ist raus. Ja, und der Scout von Vajik wird hier stark bedrängt von einer IS-3. Also denke ich mal, in diesem Fall könnte man auch davon sprechen, dass der Käse geschnitten sei. Also ich stelle mich persönlich auch schon auf Geisterstadt ein. Naja, immer noch zwei One-Shots bei FMA, die beiden. Ja, jetzt würde ich sagen drei One-Shots. Ja, es bleibt auf jeden Fall immer noch ein spannendes Match. Aber man darf nicht vergessen, der Scout ist ja auch immer noch da. Der jetzt theoretisch auf, whoop, wie heißt er? Emergence Inc. Genau, Emergence gehen kann, der sich jetzt auch von hinten anschleichen wird. Ja, aber Emergence ist schon der Gefahr gewahr geworden. Hat ihn nach hinten ausgerichtet. Und ja, vorne sieht es da natürlich dann etwas unausgeglichener aus im Donut. Wir sind jetzt bei der 5-Minuten-Marke. Aber wie wir bei Vacek sehen, der eine Defender ist noch full life. Ah ja, da hat Emergence den Scout rausgeholt. Ja, und jetzt wird wahrscheinlich der Push kommen von FMA.
was gelingen könnte, aber auch nicht unbedingt. Ich denke mal, jetzt wird es ein ziemlicher Rußgriff, weil sie Vorteil sind und die Seite, die jetzt einen Fehler macht, ist halt raus. Ja, natürlich. Ja, wie ich schon erwartet habe, ein sehr spannendes Match. Ja, Emergence jetzt auch, ja. HE-Schussreif, würde ich sagen. Ja, so ein gut gesetzter HE-Schuss, der kann Wunder bewirken. Ja, das ist korrekt. Naja, ich bin gespannt. Ich sehe gerade, der T32 fährt jetzt gerade außen rum, lässt die anderen beiden alleine. Jetzt theoretisch könnte der Push von FMA kommen und es wäre kein Problem. Ja, ich bin gespannt. Ja, der Scotch zieht schon gegen. Haben sich beide aufgemacht. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie weit der Scorch mit der Kanone runterkommen kann. Nicht Das sonderlich. weiß ich jetzt leider nicht. Also das ist mal wieder das typische Russen-Heavy-Problem mit Gundrop. Das ist halt. Naja. Sagen wir mal so, Ja, jetzt nicht kommt der das Geld. Push. Ja. Ja, die IS 3 One-Shot mittlerweile. Ja. Nur getrackt und da ist die IS 3 raus. Jetzt bleibt nur noch der T32 übrig. Und ja. Sehr schön. Ja, somit gewinnt FMA diese Runde und konnte mit einem 3 zu 3 ausgleichen. Somit heißt es für uns Geisterstadt. Korrekt ermittelt, Sherlock. Halt, ich habe mich gerade vertan, sehe ich. Wieso? Der T32 ist noch da. Aha. Das habe ich gar Da nicht reden auf wir jetzt meinem mal nicht. Bildschirm gesehen. Na Eben gut. gesehen. Gesehen, ja. Entschuldigung. Ich hab's heute. Ich habe heute Wortfindungsstörungen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, jetzt haben wir es Ich aber. habe schon eine ungefähre Vorstellung, aber das gehört jetzt hier nicht hin. Danke, sehr schön. Gut, ich werde Proben mal so mich. unter Vorfreude. Ich werde mich mit meiner Stimme jetzt mal für die nächsten 2 Minuten abmelden. Dome, ich bitte dich einmal ganz kurz, ja, über das letzte Match zu sprechen. Danke. Ja, es war ein Match. Zwei Gegnerteams. Eins hat sich durchsetzen können, das andere nicht. Fantastisch. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt.
Ich habe das auf das Wesentliche heruntergedampft. Ja. Ja, was ist da großartig zu sagen? Also, ich nehme für mich auf gar keinen Fall in Anspruch, über irgendeine Expertise zu verfügen. Ich bin Sportreporter, aber das auch nur freiwillig. Und ganz ehrlich, also die Matches, die ich jetzt gesehen habe, die überzeugen mich davon, dass wir es hier mit eiskalten Profis zu tun haben, die mich mal gepflegt rasieren würden. Aber so richtig glatt, also da steht kein Haar. Die rasieren dich so an Stellen, wo du noch nicht mal gedacht hättest, es könnte da möglich sein, dass dort Haare wachsen könnten. Ist egal, rasieren sie drüber. Also wirklich zwei sehr, sehr starke Teams mit ganz, ganz klaren Absprachen, wie wir das sehen konnten. Ganz, ganz klaren Strategien. Wajik überwiegend sehr passiv, was jetzt aber überhaupt nicht zu deren Nachteil denen gereicht hat. Klar, so eine sehr, sehr aggressive Russenbrille ist halt schwer abzuwehren, aber sie haben es. Entschuldigung. Ach, du brauchst dich nicht entschuldigen. Das ist Ah, die da haben wir's. Ermüdung, die wir haben, nun mal von der arbeitenden Bevölkerung, wenn wir spät abends noch hier irgendwelche Hot-Dot-Veranstaltungen moderieren müssen. Aber es macht mir große Freude. Jedenfalls ganz, ganz toll gespielt bis jetzt von beiden Teams. Geisterstadt jetzt die Entscheidung. Ja, ich habe fast schon damit gerechnet, dass es dazu kommen wird. Gut, auf Wadi haben Wajek ganz, ganz dominiert. Aber das FMA-Comeback, das hat mich definitiv dann davon überzeugt, dass eine Vermutung richtig lag mit Geisterstadt. Ja. Ja, bisher echt ein gutes Match. Also, dass es dann doch so knapp ist, hätte ich am Anfang ehrlich gesagt nicht gedacht. Und dann noch Ja, wie gesagt, ich zudem auch nicht. der Sieg in Unterzahl, das war der Hammer, also Respekt. Ja, das ist so. Wenn du einen Fuchs in die Ecke bringst, wird er doppelt gefährlich. Ja, das ist richtig, da gebe ich dir durchaus recht. Alte Jagdweisheiten. Sehr schöne Jagdweisheit. Ich da Kritik, du Zitze? Nein, niemals. Niemals. Ja, das will ich Ihnen auch geraten haben. Oh, ist wieder der Helmut Kohl da. Der Altkanzler, sehr richtig, sehr richtig. Aha, da sehe ich schon die Vogelperspektive von der Paderborner Fußgängerzone, von der Geisterstadt. Dort habe ich oft Nudeln gegessen, die waren schrecklich. Nein, fatal. Grauenhaft. Naja, lassen wir das. Das wird mir wieder negativ ausgelegt, ich sehe es doch jetzt schon kommen. Ja, liebe Zuschauer, ich muss dazu sagen, unser Harald kann wirklich mega gut Stimmen imitieren. Nur die eine. Das war jetzt unter anderem eine Sache davon. Was er unter anderem auch gut kann, ist Holländern imitieren. Nein. Ja, bitte. Na los, biete unseren Zuschauern doch mal ein bisschen was. Ja, herzlich willkommen, guten Abend. Mein Name ist der Herpes von der Lügen und ich begrüße Sie hier recht herzlich zu diesem wunderbaren Matchup. Ja, nee, mehr ist heute nicht drin. Gut, aber danke dafür. Ohne Svenny ist es einfach nicht dasselbe. Oh. Also ich würde sagen, eine Schweigeminute für Harald, Entschuldigung, Schweigesekunde für Harald. So, fertig.
So, Ja, ja, beide ja. Teams sind Ganz toll. fertig. Es geht los. Auch das ist ganz toll. Letzte Runde, Entscheidungsmatch auf Geisterstadt. Ich bin Ja, da hätte ich gespannt. jetzt darauf spekuliert, dass von beiden Teams die roten Kelle kommt, aber ich sehe auch amerikanische Fahrzeuge. Oh, und Vacek wieder mit einem Scout, hingegen FMA mit einem rein Heavy Setup. So, Also dann. hier mit dem Scout zu fahren, ist gewagt, wie ich finde. Na gut, aber ich muss dazu sagen, dass die jetzt die ganze Zeit relativ stören konnten mit ihren Scout. Boah, also ist nicht so, dass sie nicht damit umgehen könnte, die Knaben, ne? Korrekt. Wir werden es jetzt sehen, inwiefern der Scout jetzt hier wirken kann oder auch nicht. Aber ich fange erstmal an mit dem Setup. FMA startet mit zwei IS-3, drei Defender, ein T32 und ein Patriot. Und Vajik ist wieder am Start mit dem chinesischen Moped mit zwei IS-3, drei Defendern und einem T32. Und da geht's auch schon los, die wilde Fahrt. Da sind wir dabei. Fiki, 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 haha. Und ich sage, Obacht, Muchachos, das kann eine ganz wilde Fahrt werden hier. Und nochmal rückwärts hier. Und nochmal durch die Schraube. Oh, meine Güte. Ich bin aufgeregt. Bin gespannt, wer gewinnt. Ja, das bin ich auch. Habe ich schon mal erwähnt, dass morgen Karnevalsumzug hier in der Gegend ist? Toll. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Toll. Das urdeutsche Phänomen. Der Deutsche, der braucht genau einen Termin, wenn nicht gar zwei im Jahr, um verbrieft lustig sein zu dürfen. So, und da ist das chinesische Moped auch schon raus. Wahrscheinlich ist Jawohl. es gegen einen Kiesel gefahren Nein, und nein, ist dabei genitzt. das war sehr gutes Fokusfeuer von FMA. Da haben sie echt gut Sag ich doch. gearbeitet. So, aber Vacek jetzt kommt jetzt auch so langsam an. FMA hat sich relativ großräumig verteilt, würde ich jetzt sagen. Und Vacek natürlich im Pulk. Und da kommt das Fokusfeuer von FMA und der Und die nächste zweite ist Kanone raus. raus. Jawohl. Also, hu, hu, hu. Da geht's jetzt ordentlich zur Sache. Und das Fokusfeuer bleibt weiterhin bestehen. Sieht zumindest da nach außen. Nee. Na ja, doch. Da ist schon der Ja. nächste raus. Und da pusht FMA komplett auf Vacek drauf. Ja, es Respekt. ist wie Tontauben kaufen, also absolut, absolutes Gemetzel. So, und dann bleiben auch nur noch zwei Panzer, eine IS-3 und der T-32. Aber das wird jetzt auch nicht mehr lange dauern. Da wird wahrscheinlich sich die Hälfte teilen. Ja, Sehr der schön. Käse ist geschnitten mal Ja. wieder. Ja, an dieser Stelle jetzt schon mal Gratulation an das Team von FMA. Jawohl. Gut gespielt dennoch von beiden Teams. Beide Teams haben mich definitiv überzeugt. Und ja, ich würde sagen, Ja, ja, war. guck dir die Statistik an. Ja, bei FMA sieht es sehr, 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 sehr gut aus. Also, ich meine, wenn man jetzt überlegt, dass sie jetzt 4 zu 3 gewonnen haben, es gab von beiden Teams richtig gute Comebacks von Vacek und jetzt von FMA. Also, Respekt. Ja, apropos Respekt, ich glaube, ich fahre jetzt zu Svenny. Ja, ich Okay. werde zu ihm fahren und da werde ich ihm ein Mixtape vorspielen. Und es beginnt. Ach ja, ich spiele schon mal ab. Ja, interessantes Match auf jeden Fall. Aber meine Gedanken sind bei Svenny und im Keller und bei den Söckchen. Ja. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Oh yeah. Hey, yeah. Und da verlassen auch schon die ersten den Raum von Vacek.
Ja, die wissen, dass ich zu meinem Svenny will. Jawohl. Ich bedanke mich an alle Zuschauer fürs Zuschauen, bedanke mich an Harald für die Co-Moderation. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, ich überlasse dir das letzte Wort. Ja, okay. Tschüss. Alles klar, ciao.